just take girls that aren't me. Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal oder einem neuen Spiel, wie auch immer. Und zwar Polybridge, ein ziemlich nettes Spiel an sich, ein Spiel, wo es darum geht, Brücken zu bauen. Am Anfang wird es natürlich leichter als am Ende und so weiter. Ich finde das Spiel an sich super cool, ich habe es zwar noch nie wirklich durchgespielt, aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich kann es ja mittlerweile aufnehmen, von daher mache ich das auch und wir starten direkt rein in die Kampagne. So. Hier sieht man dann, wie viel Geld man hat. Man kann es auch übersteigen, aber dann kriegt man halt nicht den vollen Bonus, welche Materialien man hat und welche Fahrzeuge wie fahren. Also in dem Fall, man hat natürlich immer Straßen. Baue ich einfach hier eine Straße hin. Und dann kann ich hier... Ah, ich weiß nicht, ob das groß genug ist, dass es hält. Und ich kann auch nicht so schnell bauen. Und unten sehe ich jetzt, ja in dem Fall, ne? Hier unten sehe ich, wie stark das belastet ist. Hier kann ich es vorspulen und so. Und ich kann das hier auch ziehen. So. Und so kriegt das halt zum Beispiel, Dreiecke sind mit das Beste, was man im Spiel bauen kann. Bringt am meisten Stabilität. Und jetzt sehe ich hier, wo ich ungefähr liege im Bereich. Je weiter links ist besser, glaube ich, ja. Also die Balken zeigen an, wie hoch das ist und dann sieht man hier, wie lang. Ja. Also Material und Budget bin ich recht weit vorne und maximal Stress halt nicht so hoch. Und hier sieht man dann das Gesamte. Ja, next level. Hier habe ich jetzt zum Beispiel zwei Autos und ja, so geht das dann immer weiter. Und was ich auch machen kann, ja, zeige ich gleich. So. Jetzt konnte ich... Ja, jetzt kann ich mir das hier zum Beispiel kopieren. C. Und dann kann ich es wie auch nochmal F. Ja, ich muss mir ein bisschen wieder in die Steuerung hineinfinden. Kann ich das jetzt hier nochmal stabilisieren einfach. Und dann sollte das auch kein Problem sein. Und so führt sich das Spiel fort. Gibt auch noch coolere Sachen, man muss später auch Rampen bauen und Brücken, die sich so aufklappen und was weiß ich noch alles. Also an sich ziemlich cool. Ich könnte jetzt auch hier runter bauen und so weiter, aber am Anfang muss man das nicht. Würde ich auch nicht machen. Aber was sich hier und da mal lohnt, ist unten lang bauen. Weil man dann zum Beispiel auch die Punkte hier unten erreicht. So. Und damit dann bauen kann noch. Also, ja. Muss man auch hier und da mal drauf achten. Und, ja. Jetzt baue ich das denn hier am besten? Kann ich hier einfach hoch? Ja, mehr oder weniger. Und die Fahrzeuge haben natürlich alle unterschiedliches Gewicht und so weiter. Und sonst muss ich da, glaube ich, groß nichts mehr erklären. Es kommen immer noch neue Sachen dazu. Neue Materialien, mit denen man bauen kann. Und ja. So. Sollte gehen. Nicht? ja, was mache ich denn? Man kann auch hier zum Beispiel... da denn? Ach, X. Hä? Cut Selection. Kann es auch anders entfernen, aber ich muss gerade mal ganz kurz gucken. D, okay. Ich habe es länger nicht mehr gespielt.
So, mach ich mal so. Ich hänge jetzt einfach schon bei der Brücke fest. Es ist... Ja. Aber naja. Wird noch besser übers Spiel. Ja, so. Okay. Also am Anfang wird es auf jeden Fall schnell gehen. Später dauert es dann halt logischerweise länger. Oh. Ich habe aus den Leertaste gedrückt, weil, keine Ahnung warum, aber ich habe es gedrückt. Und das ist halt Play. Und ja, ich weiß auch noch nicht ganz, wie lange das genau gehen wird, weil wie gesagt, man hängt hier und da mal etwas länger. Und ja, dann mal schauen, wie ich das dann so machen werde. Kann ich jetzt noch nichts groß zu sagen. Ah, so. Generell wird das auch so ein bisschen so ein Übergangsprojekt, sag ich mal. Weil ich momentan zum einen nicht genau weiß, was ich aufnehmen will. Und ich hatte auch mal Lust, das Spiel ein bisschen so zu spielen. Und ich weiß halt noch nicht ganz. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht Proceed mal wieder spiele, beziehungsweise habe ich sogar schon einmal aufgenommen. Aber es hat halt von der Technik her nicht ganz so funktioniert, wie es sollte. Deswegen hatte ich da Probleme und ja. Sound mitbrechen. Oder? Nee. So. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, habe ich ein Schiff noch. Das fährt zuerst durch und dann kommt das Auto. Ich habe weiterhin nur Holz und deswegen ist das eigentlich ziemlich egal, wann was kommt. So. C, F und dann bauen. Und das Schiff ist, habe ich glaube ich noch nicht gesagt, dieser rote Bereich erklärt sich aber von selbst. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich hoffe, ich kann sie dann beantworten. Und ich muss auch noch gucken, ich weiß nicht, ob das Spiel zu laut ist oder zu leise, muss ich mal noch gucken. Ja. Ja, die erste Welt ist generell ziemlich leicht. Und jetzt kommt hier was ganz Cooles, finde ich, und zwar so ein Jump halt. Ich habe nur hier 5 Straßen übrig oder zur Verfügung. Und die muss ich dementsprechend auch gut nutzen. Aber ich denke mal, so sollte das schon passen. Eventuell den noch einen runter. Ich kann auch das Grid ausstellen. Das wird dann, mache ich ungern, aber das geht dann dahin. Darauf hinaus, wenn etwas wirklich ganz fein gemacht werden muss. Ich habe halt noch keine Ahnung, wie ich es bauen soll. Ich würde es jetzt erstmal so bauen, dann hier unten irgendwie stabilisieren. Ich habe ja auch nur 9000. Mit Holz geht das noch vom Preis her, aber... Oh. Okay, das wäre ich gleich. Ich kann es ja auch nochmal try again hier auf 50% laufen lassen. Beziehungsweise jetzt mal ganz kurz 100 und dann hier. Die erreichen beide wirklich genau das Ziel. Okay. So.
Steelboat, okay. Oh, aber es ist ein ziemlich großes Schiff, ne? Aber ich habe hier zwei Ankerpunkte. Das heißt, eigentlich würde ich jetzt hier bei dem Level das so bauen, dass dann damit halten, weil ich habe ja jetzt auch noch Seile. Das ist klar, natürlich etwas teurer. Muss man natürlich auch rechnen. Aber es ist natürlich auch deutlich stabiler. So. Ich baue das jetzt erstmal nur auf eine Seite und kopiere das dann auf die andere. In diesem Level zum Beispiel geht das ja. So, eine Seite darf maximal 12.000 kosten. Jetzt kann ich hier zum Beispiel mal ein Seil noch hinspannen, das hält das dann noch. Und jetzt alles kopieren. CF. Sollte klappen, ja. Ja, das einzige Interessante ist, ob es den Kombi hier halten kann. Ich glaube aber schon. Es kann es halten, aber er kommt nicht hoch. Vielleicht so. Okay. Die noch einen hoch vielleicht. Er darf nicht so runterfallen. Okay, tut er auch nicht. Ey, dieses... Kann ich das vielleicht noch einen runter? Ja. Wenn ich Squid ausmache, dann... Vielleicht noch so. Es kann sein, dass er hier diese Ankerpunkte verschiebt. Das ist immer so ein bisschen komisch. Jetzt komm. Okay, Schiff passt durch. Sehen Sie, ich habe ja keine Probleme gerade damit, dass die Brücke nicht hält, sondern lediglich damit, dass der Kombi zu groß ist. Was ich auch machen kann, jetzt hält das natürlich nicht. Stress Visibility, dann sehe ich nämlich jetzt hier auch mal, was bricht, wenn der durchfährt. Manchmal klappt es auch irgendwie komischerweise. Okay, das da. Heißt, ich stabilisiere das hier nochmal. Kann ich vielleicht hier noch einen Seil dran machen? Ja. So, komm, das sollte jetzt nochmal klappen. Warum hat der denn das jetzt weggerissen? Okay, jetzt nicht, obwohl ich nichts verändert habe. Ah, das ist doch blöd, dass ich jetzt hier schon hänge. Was man auch machen kann, ist, man kann hier so nochmal einen Stahl hinhängen. Eigentlich. Moment mal. So. Ja, wo mache ich denn jetzt noch einen hin? Ich könnte theoretisch den hier, weil nee, das reicht vom Geld her nicht. Es wird auch ein etwas kürzerer Part, glaube ich, heute schon. Das Problem ist, die Straße reißt. Warum reißt die Straße? Man kann. Jetzt bin ich über dem Budget. Okay, das ist natürlich. Aber jetzt sollte es gehen. Man kann ihn nämlich verstärken. Jetzt.
So, das nächste ist mit Hydraulik. Das mache ich im nächsten Part, weil das dauert manchmal ein bisschen länger. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.